Die Letzten werden die Ersten sein. Zu niemandem passt das besser als zu dem Huflattich. Denn ihn findet man von allen vorgestellten Arten vermutlich sogar als erstes, nämlich schon ab Januar blühend. Der wissenschaftliche Name Tussilago farfara ist recht einprägsam und kommt natürlich nicht von Tussi, sondern bedeutet so viel wie Husten, Forttreiben. Und das zweite Wort, also das Artepitheton farfara, ist beschreibend für die mehltragende Blattunterseite. Die Blüte ähnelt etwas unserem lieben Löwenzahn. Kein Wunder, selbe Farbe, selbe Family, ähnliche Korbblüte, et voilà, die Ähnlichkeit ist fast perfekt. Denn bei dieser Art finden sich im Zentrum des Körbchens Röhrenblüten und außen dann wieder schmale Zungenblüten. Zwischen den Einzelblüten finden sich wieder weißliche Haare, das ist dann der sogenannte Pappus, der später für das Fliegen der Samen zuständig ist. Die Blütenhülle ist grün bis rötlich gefärbt, auffällig drüsig und weißfilzig. Diese Pflanze bedient sich der Insektenbestäubung und belohnt die Bestäuber mit Nektar. Sie ist Nektar- und Raupenfutterpflanze für viele unter ihnen auch gefährdete Schmetterlinge. Als Frucht wird eine Achäne ausgebildet, eine Nussfrucht, an der sich ein aus dem Pappus gebildetes Schirmchen befindet. Und nach dem Verblühen entwickeln sich dadurch, ja fast schon ähnlich wie beim Löwenzahn, so kleine Pusteblumen. Und na klar, auch sie verbreiten sich über den Wind, also per Animo Curie. Und dafür wachsen sie dann auch manchmal noch etwas höher als zur Blütezeit, denn die Strecke des Samens ist natürlich potenziell umso weiter, je höher sie starten. Und meist sind sie dann auch etwas nickend. Die ganz Aufmerksamen unter euch werden jetzt etwas gemerkt haben. Und zwar haben wir die bisherige Reihenfolge der Merkmale geändert. Und das auch aus einem guten Grund. Eine Besonderheit beim Huflattich ist nämlich, dass sich diese Laubblätter erst nach der Blüte und der Fruchtreife entwickeln. Sie sind lang gestielt, herz- bis nierenförmig und können recht groß werden. Besonders ist, dass diese großen Laubblätter weichhaarig und weißfilzig sind. Und das sieht manchmal ähnlich aus wie bei Spinnweben und die Unterseite ist deutlich heller, fast schon samtig. Auf botanischen Führungen, und das ist gerade zu aktuellen Zeiten vielleicht gar kein schlechter Tipp, werden sie deswegen als Klopapier des Wanderers angepriesen. Der Blattstiel weist eine Furche auf und im Querschnitt sind die Leitbündel U-förmig angeordnet. Im Gegensatz zur Pestwurz wird das Blatt deutlich weniger groß und das Adernetz ist weniger gut sichtbar. Die Pflanze ist der Lebensform der Hemikryptophyten zuzuordnen. Die Überdauerungsknospen befinden sich also unmittelbar an der Erdoberfläche. Recht auffällig ist auch schon ohne Blüte der kräftige Stängel, der umgeben ist von mehreren weißfilzigen Schuppenblättern. Wie der Name verrät, wurde die Pflanze damals als wirklich wirksames Hustenmittel verwendet, aber sie enthält Pyrrolizidin-Alkaloide wie das Jakobskreuzkraut. Und diese reichern sich mit der Zeit in der Leber an und können dann diese schädigen oder sogar Krebs erzeugen. Daher verzichtet besser auf den Verzehr und nehmt nur Präparate bzw. Tee aus Apotheken ein, denn dort sind diese Stoffe nicht mehr enthalten. Der Huflattich ist in Deutschland heimisch. Er kommt in rund 99,3% der TK25 Blattschnitte vor und gilt auf nationaler Ebene wie auch in den Bundesländern nicht als gefährdet oder besonders geschützt. Standortlich mag es die Pflanze gut belichtet, frisch bis feucht und schwach basisch. Und bei der Nährstoffzahl, da verhält sie sich indifferent. Und das wird auch ganz gut deutlich, wenn man sie mal einerseits am eutrophen Wegesrand und andererseits mal als Pionier auf wirklich kargem Schotter antrifft. Sie hat Vorkommen in frischen, nitrophilen Säumen und Fluren und sogar eine eigene Gesellschaft wurde nach ihr und Poa compressa, dem zusammengedrückten Rispengras, benannt. Und dort ist sie dann Assoziationscharakter.